Du bist nicht, was du tust. Du bist nicht besonders heilig, weil du besondere Dinge tust, sondern du tust, was du bist. Sprich, dadurch, dass du Nähe, Intimität mit deinem Gott hast, kannst du und wirst du die Dinge in deinem Alltag anders tun und dadurch können sie heilig werden. So, das heißt, du bist nicht, was du tust, was du bist. Deshalb ist die Frage, was bist du, wer bist du denn eigentlich? Da haben wir am letzten Mal schon angefangen zu entdecken, ja, du bist sowas wie ein König in Gottes Reich, du bist sowas wie ein Priester der Gesetzes in Gottes Staat, du bist Botschafter in Christi Stadt. Und womit der Tobi angefangen hat letzte Woche und womit wir heute mal ein bisschen weitermachen, ist, du bist berufen zur Sohnschaft, du bist berufen, Sohn Gottes zu sein.